Das bin ich, Stefanie. Für die nächsten 7 Tage will ich in einem Dorfladen arbeiten. In Mecklenburg, mitten im Nirgendwo. Wie lebt es sich, wenn um einen herum alles dicht macht, die Leute weggehen, sich die Heimat auflöst? Und wie ist es, wenn man trotzdem bleibt? So wie Dagmar. Und davon handelt dieser Film. Was ist dein Vorteil nach all den Jahren gegenüber mir zum Beispiel? Sehr weit, dass ich da reingefunden bin, nach und nach. Guck mal, ich habe mich direkt hier reingearbeitet. Ich weiß genau, was ich brauche, was ich bestellen muss, ne? Was die Leute so kaufen. Das kann man ungefähr alles schon einschätzen. Denn als Verkäuferin, du musst so arbeiten, als wenn es dein eigener Laden ist, als Verkäuferin. Ne? Nicht, dass du für jemand arbeitest, du musst immer denken, das ist dein eigenes. Du musst das alles gut machen. Ne? Denn so, wenn du anders arbeitest, wird das nichts. Du musst dir schon Gedanken machen, ne? Was du bestellst und wie viel du bestellst, dass es nicht schlecht wird. Ne? Denn sonst kann man nicht existieren. Der Laden erinnert mich an meine Kindheit in der DDR. Bis auf die Bild. Eine wie Dagmar hätte ich damals getroffen in so einem Laden. Wunderbar. Das kann da gleich ans Regal rein, ne? Dieter ist hier der Chef. Und Dieter war mutig. Nach der Wende hat er hier in der Gegend 5 Supermärkte übernommen. Konsum hießen die damals. Übrig geblieben sind davon noch 2. Einer davon hier in Kogel, Mecklenburgische Seenplatte. Und dann gibt es noch diesen großen Song von den Renettes aus dem Film Dirty Dancing. Was sind die denn? 2,80 Euro. 2,20 Euro. 2 kleine Wurst. Die da? Ja. Sag mal, packe ich die Wurst auch ein? Oder nee, nur so? Hier rein, ich den nehme ich für den Hund. Ach, gleich so? Ja, darf ich Ihnen die einfach so? Wir brauchen ja extra so viel Plastik mit nach Hause schleppen. Steht der Hund draußen? Nee. Darf der nicht mitkommen? Der nicht. Die wollen ja hier. Und ein Landbrot hätte ich hier. Ein ganzes? Ja. Kann auch hier rein. Alles okay. So. Wohnen Sie hier in Kogel? Ich wohne hier in Kogel, ja. Wie lange schon? Och, ich bin hier geboren. Echt? Ja, ich werde ja auch wohl sterben. Ne, hier? Ja. Ich komme aus dem Kogel nicht. Nee. Er ist einer der Ältesten hier mit schon, ne? Ja, Olli, von dir, ja. So, hast du alle mal ein Mischbrot, was? Ja, ein Mischbrot und die Tomaten. Ja. Und 2 Wurst. Den konnte ich gerade sagen. Kommt man dir wieder nicht da. Oh, was hast du so viel denn? Ich hab Lohnerhöhung. Hat er noch keine Rente gegeben? Aber Lohnerhöhung. Ach so. Kassenmeister hat bewilligt. Hat bewilligt, da dran. Bitte schön. Dankeschön. Mal Besuch noch da. Wiedersehen. Ja, und heute Nachmittag fahren Sie. Ach, fahren Sie nach Hause. Ja. Na ja. Tschüss. Tschüss. Wo mache ich denn das hier rauf? An welcher Stelle? Egal wo. Egal, also ja. wo liegt denn das im Regal? Ich mach das immer hinten raus. Elke ist Dieters Schwester. Die hilft hier manchmal aus und arbeitet sonst in Dieters anderem Laden. Alles klar, danke. Viel Arbeit gibt es hier nicht in der Gegend. Die Arbeit ist mit den Menschen gegangen, die man kennt. Dann mach ich's bei allen. Meistens ja. Richtung Westen. Ja, ja. Gleich. 1,05 Euro. 1,05. Jawohl. Das
aber schneller. Ja, nach 40 Jahren, ne? Ja, ist das schon. Kannst du dich an deinen ersten Arbeitstag noch erinnern? Deinen allerersten? Meinen allerersten? Das war, meinst du so eine Lehre oder? Hier in dem Laden. Hier in dem Laden, ja. Wann war das? Das war im, genaues Datum weiß ich nicht, im Januar 1972. Das weiß ich noch, wie die Eröffnung hier war. Vom Konsum. Das war, die Leute waren alle da. War schön. Ich hatte ja gerade ausgelernt, ne? Und dann so ein Laden. Das ist doch was Tolles denn, ne? Nicht gute Zeit gewesen. Tja. Was war so die größte Veränderung in der Zeit? Ja, die Wende. Das war die größte Veränderung. Ne? Das haben wir auch gedacht, jetzt ist alles vorbei. Weil der Konsum ja uns gekündigt hatte. Und dann du wusstest ja gar nicht, was los war. Man kannte das ja nicht. Dass da einmal hieß, es ist Schluss, du hast keine Arbeit mehr. Ne? Das war ja alles neu für uns. Du hattest ja keine Vorstellung gehabt. Ne? Was kam dann? Ja, was kam da? Ja, erstmal dieses ganze Entlassung nachher, die Wende. Ne? Das war das, was uns sehr berührt hat. Auf einmal alles vorbei. Aber dass Dieter das nachher gesagt hat, er macht das weiter, da waren wir erleichtert, dass es hier weitergeht. Tja. Ein Glück. Ein Glück, ja. Für mich ja. Fürs ganze Dorf. Was hilft wohl, wenn man weiß, dass nichts mehr bleibt, wie es ist? Vielleicht hält man einfach an den Gewohnheiten fest. Sie sind auch jeden Tag hier, oder? Ja, jeden Morgen. Jeden Morgen. Frühstück und alles so. Was machen Sie denn, wenn der Laden nicht mehr ist? Müssen wir woanders. Geht nicht. Die muss noch länger machen. So. Die Wurst für den Hund, das Brot für mich. Das Teil ist ja immer ganz. Ne? So. Tschüss. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen. Frau Hohlfeld war früher mal Lehrerin hier im Dorf. Drei Reifen. Gut. Na, noch einen dazu. Nehmen wir alle zu. Die sind schön, ja. Ja, das mache ich noch. Ich habe aber noch mehr, wenn es nicht reicht. Die Schule von Frau Hohlfeld hat längst zugemacht. Wie fast alles hier im Dorf. Alles hat sich in Kogel seit der Wende verändert. So, bitteschön. Nur der Dorfladen nicht. Hier hat man einfach weitergemacht. In so einem Konsum bin ich mit meiner Oma als kleines Mädchen immer einkaufen gegangen. Die gleichen Pflanzen auf der Fensterbank, die gleichen Fliesen auf dem Boden. War eigentlich schön, einen Platz zu haben, den man kennt. Heimat halt. Nicht so warm, ne? Richtig schön. Dafür habe ich jetzt mit der Ja. So, tschüss dann, ne?
Ja, das ist die Hilfe so auf dem Dorf, ne? Da hilft einer dem anderen. Das ist noch so von früher. Unser Dorf war ja Zentraldorf. Hier hat sich alles, hier kann man sagen, Landleben pur abgespielt. Hier war Friseur, hier war der Arzt im Dorf. Ja, daneben kann man die Maßbude. Landleben hat noch niemanden geschadet. Landleben war schon immer schön. Auch hier für die Seele, die Ruhe, der Zusammenhalt. Die heutigen Jungen, so wie Sie und noch jünger, die vermissen den Zusammenhalt. Oder sie vermissen ihn nicht, weil sie es nicht kennen. Und früher saßen nicht alle immer so zusammen? Nee, zu der Zeit nicht. Haben wir nicht zusammen Frühstück gegessen, ne? Das ging ja gar nicht, ne? Da war ja immer zu tun, ne? Und da saßen wir auch da hinten drin in dem, ja, in dem im Büro da, ne? Büro. Das haben war immer ja, Lager. Ja, war ja alles Lager, war ja hier. Ja, das war ja alles Lager hier. Ja, hinten viele, viele Ware. Ja. Aber da in dem kleinen Büro saßen 5 Leute? Ja. Nein, nicht zusammen. Die saßen ja nicht zusammen. Die haben es abgelöst zum Frühstück. Ja. Ach so. Ging gar nicht. Nee, zusammen ging nicht. Wenn wir mal auf die Bank gesessen, wa? Stellen Sie sich mal auf die Bank. So, ich komme zu dir auf die Bank. Schön. Und sag mal, habe ich richtig gehört, ihr seid ganz viele Brüder? Wir waren mal insgesamt, waren wir mal 13. Geschwister davon waren 4 Mädchen und 9 Jungs. Aber er kriegt doch bestimmt immer alles mit hier, oder? Auf dem Dorf. Na, ihr alle untereinander. Das sowieso. Wenn hier was nicht funktioniert, dann ist der Buschfunk. Der funktioniert immer. Da brauchst du gar nicht lange warten. Wenn hier was passiert oben, das dauert keine 10 Minuten, ist das oben am anderen Ende vom Dorf. Das ist mein Nachbar. Wo ist das Brunche? Gut hier zu Hause. Sie wohnen doch nur hier in dem Block und jetzt mit Auto. Ja, ich muss zum Arzt. Ach so. Ich darf schon wieder hin? Ja, ich muss. Ach Gott, nee, du. Ja, auch nicht, ne. Ja, also kannst sagen, haben 2/3 vom Dorf haben oben im Garten gearbeitet oder in Kalkose oben. Und auf Nachbardorf, wo geht's? Sato. Das war ja alles da oben auf dem Ollenberg. Da hat sich alles da oben abgespielt. Hier war ja ringsherum war hier Kohl. Überall auf dem Acker stand Kohl hier. Also diese Ecke war doch hier der größte Kohlproduzent. Aber zu DDR-Zeiten. Da vorne stand das Lehrlingsinternat. Da hat der Wessi da hinten wegreißen lassen. Da war auch die Kneipe, das alles drin, ein großer Saal. Das war ganz gut da. Hier wurden, kann sagen, vom gesamten Norden wurden die Lehrlinge hier ausgebildet mit Gärtnerei und so Kram und so Gemüsebahnbau und so. Mechanisatoren hieß das früher. Besserer Ausdruck für Treckerfahrer. Das ist alles in den Bach runter marschiert, aber alles weg. Alles ist den Bach runter marschiert. Die einen sind mitgerissen worden, die anderen haben dagegen angekämpft. So wie Dieter. Dieter und der Laden sind einfach geblieben. Was steht da? Das steht vom Sprühsahne. Es wurde eine Flasche. Sprühsahne, Kaffeesahne. Mit nur noch ein paar Flaschen. Ja, das ist manchmal so an der Grenze, so, wo du denkst, Mensch, warum machst du das überhaupt? Das dankt dir doch keiner. Also richtig so, ja, das ist alles selbstverständlich für die Leute, aber für mich nicht. Ich muss alles anbesorgen. Das ist nicht einfach, so, das alles zu organisieren und das zu machen. Das ist alles im Kleinen. Im Kleinen muss aber alles gemacht werden, was im Großen Manager machen, richtig, die hier zu. Die sind extra dafür eingestellt. Wer soll dir denn danken? Ich habe immer gedacht, die Kunden. Das soll ja nicht hier jeden Tag gesagt werden. Mal heißt es schon. Ne? So. Na gut, das ist so. Das ist eben so das Leben. Ja. So. Heute ist ja schon der 29. Mann.
Die Zeit läuft, wa? Das hier auch? Ja, die Kiste auch. Warte, nimm. Ein bisschen schwer, ne? Oh, geht, ne? Geht, ne? Jeden Tag fährt Dieter zwischen seinen beiden Läden hin und her. Zwischen Kogel und Sato 3 Kilometer. Immer dorthin, wo gerade was fehlt. Manchmal auch nur für ein paar Tafeln Schokolade. So. Haben wir eingeladen, ne? Ich würde freuen. So, dann wollen wir mal los, ne? Machen wir zu Elke fahren. Was denkst du, wie lange werdet ihr die Läden noch haben? Ja, liegt an uns, ne? An euch oder auch an den Leuten hier? Naja, Leuten, ja gut, wenn das doch Graffieren weniger wird, ne, dann sage ich auch, dann bringt das ja nichts mehr, ne? Aber solange wie das noch so rund läuft, so, und Elke und Dagmar noch kann, ich denke mal, ich kann noch länger. Aber wenn sie sagen, der 2 Jahre, 3 Jahre, denke ich. Na, ich kann mir schon vorstellen, dass es manchmal schwer ist, hier durchzuhalten, wenn, ich weiß nicht, wie doll du das merkst, die Schwankungen, ob die Leute Geld haben. Natürlich, das ist ja jetzt ja, diese Woche, also heute Morgen, bis am Freitag gibt es Geld wieder, ne, Freitag. Das ist schon eine Woche, wo du fast nichts einnimmst und trotzdem die Ware rausgibst, ne. Und das wird aufgeschrieben, ja, aber das Geld ist ja immer nicht da, ne. Ja, da hört schon ein bisschen man muss jonglieren können, ne? Also das ist nicht so einfach. So, wohin damit? Gehen wir, ich sag, Fliegenfänger hier. Gehen wir da hinten hin, da, weißt du. So, du hast ja schon, fängst ja schon zurecht, ne? Ja. Wie Rucksack, ne? So ungefähr, wenn wir dann ja schon... Wer weiß so, sieht man ja, drüben gut, dass... drin, ja. Dann... Ach so. Ich könnte auch eine Wand drin, genau. Da siehst du, ja... Die auch so hochstellen. Ja. Hab Dieter gerade schon gefragt, was ist, wenn das nicht mehr läuft hier? Tja, dann muss er zu. Was sagt er? Er sagt, es läuft. Dieter wird dieses Jahr Rentner. Dieses Jahr schon? Ja, der wird dieses Jahr 65. Und ich bin schon Rentner. Ich bin in Rente gegangen mit 60. Aber ihr macht das ja alle weiter. Ja, ich möchte ja noch nicht zu Hause sein. Nur ich habe dies in Anspruch genommen. Ich konnte mit 60 in Rente gehen. Und das kann man sich jetzt ja dazu verdienen? Ja, ich kann mir ja was dazu verdienen. Ich darf mir 400 Euro dazu verdienen. Wie ist es, den Bruder als Chef zu haben? Ja, soll ich das jetzt ganz ehrlich sagen? Es geht. Warum? Ja. Ja. Erstmal freue ich mich, dass er das überhaupt gemacht hat. Und ich habe meine Arbeit weiter. Er hat uns immer Arbeit gegeben. Klar, manchmal ärgert man sich auch oder hat Auseinandersetzungen. Aber beim Bruder kann man es wenigstens sagen, oder? Ja, ja. Ja, der hat noch nie davon geredet, dass er die Läden denn zumacht. Ja, hat er jetzt aber auch nicht. Mal muss Schluss sein, mal ist Schluss. Ja, ist ja so. Ja, aber eigentlich von den Leuten hier wahrscheinlich her nicht. Nee. Die freuen sich, dass das ist hier. Aber die werden sich umgucken, wenn die Läden zu sind. Was macht eigentlich Heimat aus? Klar. Heimat ist der Ort, wo die Menschen leben, die man am besten kennt. Freunde, Familie, Nachbarn. Was aber, wenn sich dieser Ort einfach auflöst? Arbeit weg, Leute weg, Häuser weg. Wohin dann mit den Heimatgefühlen? Besser informiert. NDR 1 Radio MV. Für uns in Mecklenburg-Vorpommern. We'll be right back.
Vielleicht macht man einfach weiter, als wäre nichts. Bis der Letzte weg ist. Na hallo. Der holt sich keinen Mann, der hat keinen Zahn. Nee, also ich kann. Der holt ihn noch und der hat noch nie einen Zahn. Na du, wie alt ist er denn? 11. Oh, so alt schon. Ist gut gehalten. Ich bin schon wohl genug zu haben. Ja, ebenfalls. Wie ist das eigentlich dazu gekommen? Das weiß der Teufel. Alles eine Geldsache. Man hat auch mehr Geld gehabt. Ne? Heute hat man vielleicht ein bisschen mehr, aber damals war eine Miete. Da hat eine Wohnung 60 Mark gekostet. Miete. Warm. Wasser wurde überhaupt nicht. Hat gar keine Rolle gespielt wie Wasser. Ne? Und heute ist alles. Was ja auch normal ist, das ging ja auch gar nicht. Wo kommen Sie eigentlich her? Ich komme hier aus dem Nachbardorf. Wir haben ja da keine Einkaufsmöglichkeit. Ja. Was machen Sie denn, wenn der mal nicht mehr ist hier? Ja, dann müssen wir in die Stadt fahren. Nützt ja alles, ne? Das haben wir alle so gewollt. Ja. Das haben wir nicht gewollt, das ging eben nicht mehr anders. So war das nicht. Das war zu Deutschland am Land, das war nicht mehr normal. Ne? Deswegen sind wir auch da. Ne? Und wie war es in der Schule? Cool. Was war? Englischunterricht, oder? Na, wir schreiben morgen Arbeit und heute haben wir eine 1 in Musik gekriegt. Das Lied, was du gestern lernen musstest? Ja. Hast du eine 1 bekommen? Beim Kassieren redet man nicht. Nee. Dann könnte man was verkehrt machen. Guck mal, 1,80, bin schon fertig. Ja, nein, aber weil du jetzt... Ja. Okay. Echt, redest du nie beim Kassieren? Nein. Okay. Hallo. So, dann 20 Cent auf 2 Euro. Mhm. 3 Euro. 5 Euro. Du guckst jetzt zu, ne? Ja, ist alles okay. So, guck mal. 5, 8,20 Euro zurück. Das lenkt dann ab, wenn das du dich unterhältst. Ne? So, jetzt kannst du weiter rein. Glückwunsch zur 1. Nimm auch alles mit, was du musst gesagt hast. In mir, ja? Bist du? Hast du? Nicht, dass es runterfällt. Tschüss. Tschüss. Jeden Morgen kurz vor 6:30 geht Dagmar von ihrer Wohnung zum Laden rüber. Aus Tagen werden Wochen, aus Wochen Monate, aus Monaten Jahre. 40 Jahre. Auch Gewohnheit macht Heimat. Kann das sein, dass ein Hund so hört wie Bruno? Bruno. Oh, nee. Na, komm mal. Und so geht es 11 Jahre, jeden Tag. Das war noch ein gutes Bild. Das Kollektiv der sozialistischen Arbeit waren wir da. Das bin ich. Das ist Dagmar, das bin ich. Das ist unsere ehemalige Kollegin und das ist unsere ehemalige Kollegin. Und die beiden arbeiten noch. Und wo ist das? Hier im Laden. Das ist hier im Laden. Hier in dem Laden. Der Ladentisch ist das. Ja. Wo die Wurst, wo du auch stehst. Das ist auch im Schloss? Ja, hier im Schloss, im Saal. Das ist ja umgebaut. Nee, das ist im Mehrzweckgebäude nachher schon.
Den ganzen Abend? Nicht mehr, das ist bestimmt Tag des Handels. Ach, hier sind meine persönlichen Fotos drin. Nee, die nicht. Dann nehmen Sie weg. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Nee, das Tag des Handels ist das denn? Das ist Tag des Handels. Ja. Ja. Immer doch. Am dritten Sonntag im Februar. Im Februar. Oh, hier tanzen ja Frauen mit Frauen. Ja, na, der war ja immer, die meisten Frauen haben doch immer mitgearbeitet. Beim Konsum waren ja meistens nur Frauen angestellt. Früher. Habt ihr beiden auch mal zusammen getanzt? Weiß ich. Kann sein. Ein zusammen getrunken vor allen Dingen. Auf alle Fälle. Guck mal, wie viel Umsatz wir hier hatten. Ja. Dezember 101. Hier haben wir Minus gehabt. Aua, der zeigt er bloß nicht. Hier, Tag der Mitarbeiter des Handels. Das siehst du? 1987. Kurz vor der Wende. Ja. Dem Tag der Mitarbeiter des Handels feiern alle Frauen unserer Gewerkschaftsgruppe in diesem Jahr in der Gaststätte Kogel. Ja. Wir konnten den Titel Brigade der sozialistischen Arbeit zum fünften Mal erfolgreich verteilen. Fünften Mal haben wir den gekriegt, den Titel. Ja, das war ja. Opa? Ja. Da sind welche. Ich hab da Plus. Das ist mit. Hast du das hier schon gesehen? Hier war Margot Honecke. Kuchenschule. Die lebt ja noch. Ja, die war hier in der Schule. Da war sie, was war sie? Hieß das auch Bildungsministerin früher? Weiß ich nicht. Oder Kultur und Bildung? Ich weiß es nicht. Das so oder Jugend und Bildung? Ich kann mich da nicht mehr so genau dran. Warum war sie hier? In der Schule hier. Weil sie hier in der Schule war, hat sich angeguckt. Ist sie ihre Hand geschüttelt? Nein, hier war sie nicht drin. Die ist hier, die sind von der Gaststätte zur Schule ist im Auto gefahren. Ja, lach nicht. Die 2 Meter. Ja. Ich kann mich bloß an ihre lila Haare erinnern. Die hat auch immer so eine Haare gehabt. Diese Verkaufsstelle hat bereits die Urkunde Verkaufsstelle der vorbildlichen Verkaufskultur im Besitz. Was heißt das? Ja, weil wir das alles ordentlich haben in den Regale hatten. Alles ordentlich, ja. Wenn du arbeitest und du weißt, du bist die Beste von 30, 40 Verkaufsstellen, dann bist du stolz. Wenn du so einen Titel gekriegt hast, früher auf jeden Fall. Heute freust du dich auch doch, wenn du irgendwie was kriegst oder nicht. Wenn sie deine Arbeit anerkennen. Siehst du, und so war das bei uns auch, dass sie unsere Arbeit anerkannt haben. Da waren wir sehr stolz. Wir waren 690 Mitarbeiter im Kreis hier. Sieben Tage war ich in einem Dorfladen. Natürlich geht es hier um das, was man Grundversorgung nennt. Dass die Leute die Dinge kaufen können, die sie zum Leben brauchen. Aber zum Leben braucht man eben auch einen Ort, an dem man spürt, dass man eine Gemeinschaft ist. So etwas wie Heimat. Und so ist mir eins klar geworden. Nimmt man den Leuten den vertrauten Ort, nimmt man ihnen auch ein Stück Heimat. Und das ist überall so. Was machst du heute noch? So. Jetzt fang ich mal an. So. So. Was machst du heute noch? Ich? Abendbrot essen, Fernseh gucken, Beine hochlegen. Weißt du, was ich heute mache? Abendbrot essen, Fernseh gucken, Beine hochlegen. Schlafen.